Die Glocke im Turm von H.P. Lovecraft und Lynn Carter. In London lebte einmal ein Mann, der unaufhörlich schrie, wenn die Kirchenglocken läuteten. Er lebte allein mit seiner getigerten Katze im Gray's Inn, und die Leute sagten, er sei verrückt, aber harmlos. Sein Zimmer war vollgestopft mit Büchern der friedfertigsten und kindlichsten Art, und Stunde um Stunde versuchte er, sich in ihren anspruchslosen Seiten zu verlieren. Das Einzige, was er sich offenbar vom Leben wünschte, war, nicht zu denken. Aus seinem unerfindlichen Grund schienen Gedanken für ihn etwas Entsetzliches zu sein, so dass er vor allem, was seine Fantasie hätte anregen können, die Flucht ergriff, als nähere sich ihm die Pest. Er war sehr mager und seine Haut grau und faltig, doch es gab manchen, der behauptete, er sei nicht annähernd so alt, wie es den Eindruck mache. Die Furcht hielt sein Herz fest in ihren grässlichen Klauen. Bei jedem unerwarteten Geräusch erstarrte sein Blick und Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Freunde und Gefährten mied er, weil er keine Fragen über seine sonderbare Verfassung beantworten wollte. Diejenigen, die ihn einst als Gelehrten und Ästheten gekannt hatten, äußerten, es sei ein Elend, ihn so zu sehen. Er hatte sich Jahre zuvor von ihnen allen losgesagt und keiner vermochte zu sagen, ob er in der Zwischenzeit das Land verlassen hatte oder ob er ihnen lediglich auf irgendeinem verborgenen Nebenweg aus den Augen geraten war. Zu der Zeit, von der ich schreibe, war bereits ein Jahrzehnt verstrichen, seit der Mann sich im Gray's Inn ein Zimmer genommen hatte. Wo er sich in all den Jahren aufgehalten hatte, darüber verlor er kein Wort. Bis zu jener Nacht, in der ihm der junge William das Necronomicon brachte. Dieser William war ein Träumer, gerade erst 23 Jahre alt, und als er in das uralte Haus einzog, fiel ihm an dem grauen, verrunzelten Mann etwas Absonderliches auf. Ein Hauch kosmischen Windes, der den Mann im Zimmer nebenan umgab. Neugierig drängte William dem Nachbarn seine Freundschaft auf, während alte Freunde das nicht wagten, und wunderte sich über die Furcht des hageren, sorgenvollen Beobachters und Horchers. Dass dieser Mann beständig beobachtete und auf etwas horchte, daran bestand kein Zweifel. Er beobachtete und horchte mehr mit seinem Verstand als mit Augen und Ohren und nutzte jeden wachen Moment, um irgendetwas mit seinem unablässigen Studium fröhlicher, geistloser, populärer Romane zu ertränken. Und wenn die Kirchenglocken ertönten, hielt er sich die Ohren zu und schrie. Und die graue Katze, die mit ihm zusammenlebte, jaulte im Einklang mit ihm, bis der Nachhall des letzten Glockenschlags verklang. William mochte sich noch so sehr bemühen, er konnte seine Nachbarn nicht dazu bewegen, über irgendetwas Tiefschürfendes oder Verborgenes zu sprechen. Der alte Mann wurde nie seinem Erscheinungsbild oder seinem Benehmen gerecht, sondern täuschte ein Lächeln und einen sanften Tonfall vor, während er zunehmend mehr schwafelte, bis er schließlich mit einer fast zwitschernden und zusammenhanglosen Fistelstimme sprach. Dass sein Wissen gründlich und umfassend war, das wurde sogar durch seine banalsten Äußerungen klar. Und so war Williams auch nicht überrascht, als er herausfand, dass der Mann in Harrow und Oxford studiert hatte. Später stellte sich heraus, dass er kein geringerer als Lord Northam war, über dessen altes, als Erbe an ihn gefallenes Schloss an der Küste von Yorkshire so manche seltsame Geschichte erzählt wurde. Doch als Williams versuchte, das Gespräch auf das Schloss zu bringen, auf dessen Ursprünge, die angeblich in der Zeit der Römer oder gar noch früher zu suchen sein sollten, weigerte sich der alte Mann zuzugeben, dass es irgendetwas Ungewöhnliches an dem Gebäude gab. Und er kicherte sogar schrill, als sein junger Besucher die angeblichen Grüfte ansprach, von denen man glaubte, sie seien unter dem Schloss in die massiven Klippen aus Granit gehauen worden, die den stürmischen Wassern der Nordsee die Stirn bieten. So ging es zwischen den beiden hin und her bis zu jener Nacht, in der Williams das berüchtigte Necronomicon des verrückten Arabers Abdul al-Hazret mitbrachte. Er wusste von dem gefürchteten Werk seit seinem 16. Lebensjahr, als seine aufkeimende Liebe für das Bizarre ihn dazu gebracht hatte, befremdliche Fragen an einen gebückten, heimlich-tuerischen alten Buchhändler zu richten, der in der Chandos Street ein kurioses kleines Geschäft besaß. Er hatte sich immer gefragt, warum der Mann so bleich geworden war, als er das Buch erwähnte. Der alte Buchhändler hatte ihm gesagt, dass angeblich nur 5 Exemplare die entsetzten Edikte der Priester und die rigorose Unterdrückung durch den Gesetzgeber überlebt hatten.
Er hatte ihm auch gesagt, man gehe davon aus, dass alle diese Exemplare voller Angst sorgfältig und sicher weggeschlossen worden waren, von jenen Hütern und Archivaren, die es gewagt hatten, einen Blick in das verhasste Werk zu werfen. Doch jetzt hatte Williams nicht nur ein frei zugängliches Exemplar des berüchtigten Bandes gefunden, er hatte es sogar zu einem Preis erstanden, der so niedrig gelegen hatte, dass es ihm fast lächerlich erschienen war. Erworben hatte er das alte Buch im Geschäft eines Juden in den heruntergekommenen Gegenden von Clare Market, in dem er schon früher gelegentlich das eine oder andere obskure Artefakt gekauft hatte. Er hatte fast den Eindruck, dass der mürrische alte Levite hinter seinem wirren Bart erleichtert lächelte, als Williams den Band entdeckt und seine Kaufabsicht geäußert hatte. Tatsächlich war das Werk in seinem sich schälenden Ledereinband und mit den von Grünspan überzogenen Metallspangen so auffällig im Regal platziert worden und auch der Preis war so absurd niedrig, dass sich Williams beinahe schon der Verdacht aufdrängte, als lege der Buchhändler es darauf an, nein, als könne er es kaum erwarten, das verfluchte Buch endlich zu verkaufen. Ein einziger Blick auf den Titel genügte, um Williams zu entzücken. Und einige der gezeichneten Darstellungen, die in den unklaren lateinischen Text eingefügt waren, weckten in seinem Gehirn die eindringlichsten und beunruhigendsten Erinnerungen. Er konnte keinen Moment länger warten. Er wurde von wahrer Ungeduld erfüllt, wollte endlich das schwere Buch mit nach Hause nehmen und sich darin vertiefen und die Seiten entziffern. Er machte sich in solch überhasteter Eile auf den Rückweg, dass er kaum wahrnahm, wie der alte Jude beunruhigend in sich hineinlachte, als sein Kunde die Buchhandlung verließ. Als er aber nach Hause zurückgekehrt war, die Tür hinter sich verriegelt und sich dem Studium der vergilbten Seiten widmete, stellte er zu seiner Enttäuschung fest, dass die Kombination der grobschlächtigen Schrift, die fast unleserlich war, und die veraltete Wortwahl, in der das Buch abgefasst war, sich den linguistischen Fähigkeiten, über die er verfügte, entzogen. Dann besann er sich seines seltsamen Nachbarn, dessen Bildung seine eigene bei weitem überstieg, und klopfte an der Tür seines mysteriösen, angsterfüllten Freundes, damit der ihm half, das verdrehte mittelalterliche Latein zu entwirren. Lord Northam erzählte seiner getigerten Katze gerade Geistlosigkeiten und reagierte heftig auf das Auftauchen seines unerwarteten Besuchs, als der jüngere Mann eintrat. Dann erblickte er das Buch und erschauderte zutiefst, und als dann Williams auch noch laut den Titel vorlas, fiel er sogar in Ohnmacht. Nachdem er wieder zu Bewusstsein gekommen war, begann er mit verzweifelter, fast tonloser Stimme seine eigene Geschichte oder vielleicht auch nur dem Wahnsinn entsprungene Fantasien zu erzählen. In jedem Fall war er voller Eifer, sie zu berichten, damit er sicher sein konnte, dass Williams keinen Moment zögern würde, die abscheulichen Seiten zu verbrennen und die Asche in alle Winde zu verstreuen. Lord Northams Geschichte. »Es muss von Anfang an«, flüsterte Lord Northam, »etwas nicht gestimmt haben. Aber es wäre nie so weit gekommen, wenn ich mich nicht zu eindringlich mit dem Rätsel beschäftigt hätte. Ich bin der 19. Baron in einer Linie, deren Anfänge sich beunruhigend weit in die ferne Vergangenheit erstrecken, unglaublich weit sogar, wenn man den Überlieferungen unserer Familie Glauben schenken darf.« Denn es gibt Geschichten über unsere Vorfahren, die noch in die Zeit vor den Angelsachsen zurückreichen, als ein gewisser Lunaeus Gabinius Capito, Tribun der zu jener Zeit in Lindum im römisch besetzten Britannien stationierten 3. Legion des August, kurzerhand seines Kommandos enthoben wurde, weil er an gewissen geheimen Ritualen teilgenommen hatte, die in keinem Zusammenhang mit den anerkannten Religionen standen. Dieser Gabinius hatte, so die Gerüchte, eine Höhle gefunden, die in die Klippen gehauen worden war, die sich den stürmischen Wassern der See entgegenstellten und in der merkwürdige heimlichtuerische Leute zusammenkamen und im Dunklen das Zeichen der Alten machten. Leute, die zu einem sonderbaren alten Volk gehörten, das die Britannier nicht kannten, das aber sehr gefürchtet war und von dem man sagte, dass seine Angehörigen die letzten der wenigen Verbliebenen waren, Überlebende von einem großen Land mitten im westlichen Ozean, seit langer Zeit verschlungen von den hungrigen Wellen,
von dem nur die Inseln mit ihren Menhiren und Steinkreisen zurückgeblieben waren, von denen Stonehenge der größte war. Es gab natürlich keine gesicherten Hinweise darauf, dass Gabinius eine uneinnehmbare Festung auf dieser verbotenen Höhle errichtet und danach ein Geschlecht begründet hatte, dass die Pikten und Angelsachsen, die Dänen und Normannen, Römer und Britannier gleichermaßen machtlos in ihren Bemühungen dastehen ließ, dieses Geschlecht auszulöschen. Auch gab es keine Gewissheit, was die stillschweigende Annahme betraf, dass aus diesem, auf unheimliche Weise beschützten Geschlecht, jener mutige Gefährte und treue Leutnant des Schwarzen Prinzen entsprungen war, den Edward III. Zum ersten Baron von Northam erhob. Diesen Legenden fehlte es an jeglicher Basis, aber sie wurden immer wieder im Flüsterton weitergegeben. Und wirklich, Northam Keep wies wenigstens in den älteren Abschnitten des Mauerwerks beunruhigende, ja sogar alarmierende Ähnlichkeit zum Hadrianswall der Römer auf. »Als Kind«, fuhr Northam nach einer Pause fort, »habe ich immer die sonderbarsten Träume gehabt, sobald ich in den älteren Teilen des Schlosses übernachtete. Ich machte es mir zu einer nervösen Angewohnheit, unablässig meine Erinnerung nach bestimmten halbamorphen Szenen oder unerklärlichen Mustern oder jenen merkwürdig markanten Eindrücken zu durchsuchen, die durch bestimmte Landschaftsansichten oder seltsame Wolkenformationen erzeugt wurden. Nichts davon schien einen Anteil an meiner bewussten Erinnerung zu bilden. Nach und nach wurde ich zu einem Träumer, der das Leben als fade und unbefriedigend empfand, zu einem Suchenden nach unheimlichen Reichen und unerklärlichen Beziehungen, die wie aus einem früheren Leben vertraut erschienen, die aber offenbar nirgends in den sichtbaren Regionen dieser Welt wiederzufinden waren. Ich wurde erfüllt mit dem Gefühl, dass unsere greifbare Welt nur ein Strang, eine Faser in einem gewaltigen und ominösen Stoff ist und dass unbekannte Domänen auf die Sphären des Bekannten treffen und sie an jeder Stelle durchdringen. In meiner Jugend und meinem frühen Mannesalter, nachdem ich die Quellen der formalen Religion und des Mystizismus erschöpft hatte, wandte ich mich dem intensiven Studium des Okkulten und den Mysterien zeremonieller und ritueller Magie zu. Nirgends jedoch konnte ich das finden, nachdem ich mich verzehrte. Die Mittel, um hinter die große Illusion zu gelangen, die wir als Realität bezeichnen, und um einen Blick auf jene fesselnden Welten ferner und unaussprechlicher Fremdartigkeit zu werfen, die mich düster in meinen Träumen verfolgten. Das Wissen um diese unnahbare und unentrinnbare Großartigkeit ergriff von jedem meiner wachen Augenblicke Besitz und machte jeden Schmerz und jedes Vergnügen, die Körper und Sinne zu empfinden imstande sind, fade und farblos. Mit Absinth und Haschisch, Opium und Laudanum, mit Myriaden von gefährlichen Drogen und illegalen oder giftigen Alkaloiden suchte ich, mittels vorsätzlicher und systematischer Störung des rationalen Verstands und der Sinne, diese übernatürliche und transzendente Vision. Doch in keinem der Opiate fand ich den Schlüssel zu diesen Welten und Existenzebenen, die unserer eigenen unbeschreiblich überlegen sind und die der Lohn meiner Anstrengungen sein sollten. Anstelle von Behagen und Zufriedenheit fand ich nur Rastlosigkeit und Langeweile, und mit zunehmendem Alter wurden die Schalheit und die Grenzen des Lebens für mich nur noch ermüdender und rasender. Während der 90er Jahre wollte ich der Fadheit meiner Existenz ein Ende setzen, indem ich mich dem Satanismus zuwandte und mich mit jeder Theorie beschäftigte und eifrig jegliche Doktrin verschlang, die eine Linderung der eingeschränkten und erstickenden Standpunkte fantasieloser Wissenschaft und Philosophie sowie der ewig gleichbleibenden sogenannten Naturgesetze bieten mochte. Bücher wie Ignatius Donnellys wunderbare Berichte über Atlantis nahm ich voller Eifer in mich auf, und ein Dutzend unbedeutende Vorläufer von Charles Fort begeisterten mich eine Zeit lang mit ihren peniblen Dokumentationen über unerklärliche Vorkommnisse. Doch nirgends konnte ich den Pfad zu jenen völlig unbekannten Abgründen finden, die jenseits des Verständnisses der Astronomen oder der Erkenntnisse weltlicher Kosmographen lagen, die namenlosen Wirbel noch niemals erträumter Sonderbarkeiten, wo Form und Symmetrie, Licht und Hitze und sogar Materie und Energie selbst undenkbare Metamorphosen durchlebten oder sogar völlig fehlten, die entferntesten, ungeahnten Regionen jenseits der Strukturen von Zeit und Raum, wo die Gesetze der euklidischen Geometrie oder die Gesetze von Ursache und Wirkung oder von sequentieller Zeit keine Gültigkeit besaßen und wo das Chimärische und das sich selbst Widersprechende die Norm sind, während das Rationale und das Fassbare nichts weiter als müßige Fantasien sind.
Verzweifelt suchte ich im Reisen Linderung für meine Niederlage. Ich reiste unzählige Meilen, um in einem abgeschiedenen Dorf einer Geschichte über ein abnormes Wunder nachzugehen. Einmal reiste ich sogar in die Wüsten Arabiens, um eine gewisse namenlose Stadt zu suchen, die Gegenstand vager und nicht erhärteter Gerüchte war, die aber wohl kein Mensch jemals erblickt hatte. In mir entstand der verlockende Glaube, dass irgendwo ein leicht zugängliches Tor existierte, das, hatte ich es erst einmal gefunden, es mir erlauben würde, mich frei zu diesen fernen Tiefen zu begeben, deren Echo schwach in den Erinnerungen an meine Vorfahren nachhallte. Das Tor, nach dem ich suchte, konnte durchaus innerhalb der sichtbaren und wachen Welt existieren, aber vielleicht existierte es auch nur in den Tiefen meines Geistes oder meiner Seele. Vielleicht, so überlegte ich, befand sich in meinem nur zur Hälfte erforschten Gehirn bereits diese kryptische Verbindung, die dieses innerste Portal öffnen oder meine schlafenden Sinne wecken konnte, die zu früheren oder zukünftigen Existenzen in vergessenen Dimensionen der Wirklichkeit führten, die mich zu den Sternen gelangen lassen würde und damit zu den Unendlichkeiten und Ewigkeiten, die hinter ihnen liegen, und zu den Seinszuständen oder zu den Methoden des Begreifens, die mir jetzt noch mythisch erschienen. Infolge dieses Gedankens durchsuchte ich erneut diese vermodernde Bibliothek aus uralten Werken, angesammelt im Verlauf von Jahrhunderten von den Baronen meiner Linie, unter denen sich Abhandlungen über Dämonologie und die Wissenschaft der Alchemie fanden, abstruse und abgründige Philosophien, Arbeiten, welche die eleusianischen und orpheusischen Mysterien behandelten, unzählige Geschichten von Hexerei und Diabolismus, die Schriften der Kabbala und der Gnostik. Obgleich ich die Bibliothek in meiner Jugend gründlich gesichtet hatte, war es im Bereich des Möglichen, dass sich dort einige seltene und okkulte Bände oder Monographien befanden, die ich nur unaufmerksam durchgeblättert oder sogar ganz übersehen hatte und die den Schlüssel enthalten mochten, mit dem sich diese Tore zu den atemberaubenden Gefilden und den unglaublichen Wundern, die dahinter lagen, öffnen würden. Es war, und daran erinnere ich mich sehr deutlich, an einem regnerischen Abend im November, als ich hinter einer formidablen Reihe von Büchern verborgen, die sich theologischen Abhandlungen widmeten, ein geheimes Buch entdeckte, das ich dort verkeilt hatte und das ich, so wie ich es halb vermutet, halb gehofft hatte, zuvor übersehen hatte. Es war kein geringeres Buch als das verabscheuungswürdige und grässliche Necronomicon, ein weiteres Exemplar des Buchs, das Sie, junger Williams, so unklug heute erworben haben. Ich hatte schaurige Verweise auf Al-Hazreds Buch in anderen Werken gelesen, die in den gleichen Regalen ruhten, im berüchtigten Culte de Gaulle des Grafen Derlette, in die unaussprechlichen Kulte des von Junst und dem höllischen De Vermis Mysterie von Ludwig Prinn. Doch bis zu diesem Tag hatte ich nie ein authentisches Exemplar zu Gesicht bekommen. Es war in verrottendes Leder gebunden, mit Schlössern aus rostigem Eisen versehen, die ich mit meinem Taschenmesser öffnete. Die Seiten zerfielen bereits wegen ihres hohen Alters, Mehltau hatte sie fleckig werden lassen und ein intensiver Geruch des Zerfalls stieg auf, um meine Nasenlöcher anzugreifen, als ich das Buch öffnete und darin blätterte. Anders als die gedruckte Ausgabe, die Sie in Ihren Händen halten, war das Buch, das ich im Regal verborgen fand, ein geschriebenes Manuskript, zu dem viele verschiedene Schreiber beigetragen hatten. Das war offenkundig aufgrund der verschiedenen Arten von Pergament, Velin oder Papier, auf dem der Text niedergeschrieben war, und sichtbar an den abweichenden Handschriften. Welcher meiner Vorfahren das Manuskript zusammengestellt und es in Leder hatte binden lassen, konnte ich mir kaum vorstellen. Tatsächlich wurde mir dessen Identität erst bewusst, als ich hier und da Randbemerkungen entdeckte, die mit frischerer Tinte und damit lange nach der eigentlichen Arbeit der Schreiber dieser Seiten gemacht worden waren. Es war die unverkennbare Handschrift meines Ur-Urgroßvaters, 16. Baron meines Geschlechts. Er war den Assisen und damit den Galgen in den letzten Tagen der wie wahnsinnig betriebenen Hexenverfolgung nur knapp entkommen. Die Abschrift des Necronomicon war sehr umfangreich, weit über 1000 Seiten, und in der folgenden Woche konnte ich es nur durchblättern. Meine fiebrige Fantasie erlaubte es mir nur, hier und dort einen einzelnen Absatz oder eine Formulierung zu erfassen, die meine Fantasie mit Andeutungen über Tore anspornten, die sich in eine andere Welt als unsere öffneten, hin zu den Abgründen vergangener Zeitzyklen und zu unvorstellbaren Regionen jenseits der Grenzen von Raum und Zeit. Schließlich kam mir der Gedanke, dass sich hinter der gleichmütigen Reihe aus endlosen theologischen Kindereien weitere geheime Bücher oder Papiere befinden könnten.
so entdeckte ich einen in das antike Mahagoni des Bücherschranks eingelassenen Riegel. Als ich ihn betätigte, berauschte ein Aufstöhnen wie vom Knarren rostiger Scharniere meine Sinne, und im nächsten Augenblick glitt ein kompletter Abschnitt des Regals langsam und schwerfällig zur Seite, um einen dunklen und staubigen Durchgang und eine steile Treppe freizugeben, die nach oben in ein undurchdringliches Dunkel führte, geschmückt mit den geisterhaften Weben unzähliger Generationen von Spinnen. Die große Bibliothek von Northam Keep befand sich im obersten Stockwerk, und ich wusste nur zu genau, dass sich über diesem Raum nichts befand, abgesehen von einem alten Steinturm, dessen Fensterflügel von innen fest verschlossen worden waren und dessen einzigen Einlass man zugemauert hatte, lange bevor ich geboren wurde. Die Frage, wohin diese steile und geheime Treppe wohl führen mochte, stachelte meine Neugierde ganz erheblich an. Ich ließ mich nur aufhalten, um den verborgenen Durchgang mit einem schweren Buch daran zu hindern, sich hinter mir zu schließen, und holte vom Bibliothekstisch eine Öllampe. Dann betrat ich die staubbedeckte Höhle und begann den Aufstieg mit einer Mischung aus Vorsicht, Angst und abenteuerlicher Erwartung, die mit alltäglichen Worten kaum zu beschreiben ist. Die Stufen der Treppe waren aus Holz, überzogen mit einer generationenalten oder gar jahrhundertealten Schicht aus Staub und im Zerfall begriffen, da man sie seitdem vernachlässigt hatte. An der obersten Stufe angekommen, stieß ich auf eine Klapptür, die ich öffnete, während die vom Rost angefressenen Scharniere mit einem durchdringenden Kreischen gegen diese Behandlung protestierten. Ich gelangte in einen sonderlichen, achteckigen Raum, dem es fast völlig an Möbelstücken mangelte. Meine Lampe enthüllte nichts weiter als einen schweren Holztisch und genau in der Mitte des Raumes einen großen, aus Eiche geschnitzten Stuhl, der von jakobinischen oder Tudor-Handwerksleuten gefertigt worden sein mochte. Auf dem Tisch steckte der Rest einer Kerze in einem Ständer aus Messing, daneben ein staubiges Tintenfässchen, in dem sich ein dunkler Rest Tinte befand, die vor sehr langer Zeit getrocknet war, und mehrere Schreibfedern ordentlich platziert neben einer Mappe, in der sich ein Stapel Pergamentblätter befand, die von einer spinnenartigen Hand beschrieben worden waren. Das einzig Sonderliche, das die Kammer im Turm barg, von diesen gewöhnlichen Möbelstücken abgesehen, war eine gewaltige, uralte Glocke aus im Lauf der Zeit schwarz gewordenem Silber, die von den Sparren direkt über dem Stuhl herabhing. Sie hatte die Größe einer Kirchenglocke, und in ihren Rand war eine Reihe von winkligen Zeichen eingestanzt oder auf andere Weise eingraviert worden, die ich aufgrund meines umfassenden Studiums auf dem Gebiet des Okkulten verschwommen als die Nuxot-Runen erkannte, über die ich aber wenig mehr wusste als ihren Namen. Der Klöppel der Glocke hatte die Form eines umgekehrten Dreizacks und war durch eine tärige Schnur mit einem merkwürdigen Uhrwerkmechanismus aus Federn verbunden, die mit einem öligen Schmiermittel dick beschichtet waren. Der offensichtliche Zweck dieses wunderlichen Mechanismus bestand darin, die Glocke zu schlagen, ohne dass sie von Menschenhand in Bewegung versetzt werden musste. Da ich mir keinen Reim auf die Zweckmäßigkeit dieser Vorrichtung machen konnte, ging ich zum Tisch in der Mitte des Raums, stellte meine Lampe auf der verstaubten Tischplatte ab und nahm Platz, um den Stapel Papier zu untersuchen, der die unverkennbare Handschrift meines Ururgroßvaters aufwies, jenes Ruthven Lord Northam, über den in dieser Gegend noch so viele dubiose Legenden erzählt werden und dessen im Lauf der Zeit verblasstes Porträt in Öl mit den dichten Augenbrauen und den vorspringenden Wangenknochen, dem harten, kantigen Kiefer und der erheblich gebogenen Nase die Merkmale nachzeichnete, welche die Erbfolge in das Gesicht eines jeden Mitglieds meines Geschlechts seit den Tagen unserer entferntesten Verwandten gemeißelt hat. Die Eintragungen wiesen Daten aus dem 18. Jahrhundert auf und schienen die Aufzeichnungen einer Reihe von Experimenten zu sein. Doch leider waren sie in einer Geheimschrift niedergeschrieben, die sich Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen bediente und deren Code oder System ich nicht sofort entschlüsseln konnte. Während ich ungeduldig das Manuskript durchsuchte, stieß ich gegen Ende auf eine verständlich verfasste Passage, die diesen Wortlaut hatte. So wie sich die Brahmanen in Hindustan des wiederholten Läutens kleiner Glocken als Ergänzung zu ihrer Meditation bedienen, so tun es auch die Schamanen der Tataren und ebenso die roten Priester in Tibet für einen ähnlichen Zweck, welcher da ist, zu betäuben den Geiste und zu reinigen die Sinne, um sodann die höheren Ebenen wahrnehmen zu können. Siehe Abdul al-Hazret,
sein drittes Buch, Kapitel 8. Dem schlossen sich bestimmte Instruktionen an, die das Aufziehen des Uhrwerksmechanismus betrafen, außerdem den Rhythmus und die Berechnung des Schlagens der Glocke und auch die Dauer, die für das Experiment am empfehlenswertesten war. An diesem Punkt wurde mir bewusst, dass mein Kopf schmerzte und mein Herz rasend schnell schlug. Bis zu dem Punkt, an dem es mir so schien, dass ich wie eine schwache Frau ohnmächtig werden würde, wenn ich noch länger in diesem geschlossenen Raum blieb und weiter die stickige und verunreinigte Luft der Kammer im Turm einatmete. Die hölzernen Verschläge, mit denen die langen Fenster verschlossen waren, widersetzten sich meinen Versuchen, sie zu öffnen. Tatsächlich waren sie sogar so sicher angebracht, dass es eines Brecheisens bedurft hätte, um sie zu öffnen und die frische Luft des hellichten Tages eindringen zu lassen. Ich nahm meine Lampe und die Mappe und kehrte über die schmale, steile Treppe in die Bibliothek zurück, wo ich sofort begann, im Necronomicon zu blättern. Ich fand ohne Schwierigkeit die Passage, die mein Vorfahr erwähnt hatte. Sie war im dritten Buch des Necronomicon zu finden, das den Titel »Das Buch der Tore« trug, und die Passage las sich wie folgt. Und so gibt es denn noch eine weitere Methode, durch die man wenigstens jenes wahrnehmen kann, was hinter den Strukturen der natürlichen Welt verborgen liegt, ohne das Risiko eingehen zu müssen, mit dem Körper in sie überzutreten. Ein Mittel, mit dem man den Schleier anheben und in diese anderen Sphären des Seins blicken kann, welche unsere eigene Ebene durchdringen, die für Sterbliche aber unsichtbar und nicht wahrnehmbar sind und die ihnen unbekannt bleiben. Das Ritual der Glocke wird diese Methode genannt, und sie erfordert eine bestimmte Glocke aus Silber, graviert entweder mit den Runen von Nuxot oder mit den alten Aklo-Lettern. Doch hüte man sich, die Anwendung dieser Methode gar zu übertreiben, denn er, der hinüberblickt, kann bei Zeiten auch gesehen werden von jenen, die in dieser Sphäre existieren. Ich las den Absatz wieder und wieder, besessen von einem fieberhaften Gefühl der Begeisterung und Entdeckung, die man sich sicherlich leicht vorstellen kann. Nach der alten Formulierungsweise zu urteilen, gelangte ich zu der Vermutung, dass dies eine Abschrift der von Dr. Dee angefertigten Übersetzung von Al-Hazrets Buch war, über die ich bei meinen Studien oft gelesen hatte. Wenigstens die Form der Sprache schien so alt wie die Herrschaft jener Tudor-Königin, unter der Dr. Dee aufgeblüht war. Neben diesem Absatz fand sich eine Randbemerkung in der Handschrift meines Urgroßvaters, die einen Schauder durch mein Innerstes schickte. Er hatte geschrieben, es funktioniert gut. Meine Ungeduld, das Ritual der Glocke zu versuchen, duldete keine Verzögerung, also begann ich noch am selben Abend mit dem Experiment. Nach den Aufzeichnungen meines Ahn musste für die Vorbereitung ein bestimmter Trank eingenommen werden. Das Rezept für diesen Trank war in den Teilen seiner Aufzeichnungen zu finden, die nicht verschlüsselt worden waren. Die Formel enthielt verschiedene Drogen und giftige Alkaloide wie Tollkirsche, doch diese und andere starke Narkotika hatte ich bereits probiert, als ich danach gestrebt hatte, meine Sinne systematisch auszuschalten. Zum Glück hatte ich also Vorräte derartiger Präparate zur Hand. Mit ein wenig Mühe gelang es mir, die Verschläge zu öffnen, welche die Fensterflügel praktisch hermetisch verschlossen hatten, so dass ich es einem kalten Wind aus Richtung der wogenden Wellen der See erlaubte, die stickige Luft aus der Turmkammer zu wehen. Dann richtete ich den Mechanismus entsprechenden Instruktionen ein und nahm das Elixier zu mir, setzte mich direkt unter der Glocke aus dunkel gewordenem Silber und ließ das Ritual beginnen. Das langsame Schlagen der Glocke war tief und volltönend, und als das Schlagen anhielt, wurde ich mir auf einmal einer schläfrig machenden Taubheit bewusst, die sich über meine Sinne legte. Doch ob dies mit den Drogen zusammenhing, die ich genommen hatte, oder mit dem monotonen Klang der Glocke, war nur schwer zu sagen. Durch die offenen Fensterflügel konnte ich die Häuser der alten Stadt unterhalb des Schlosses und auch die flachen Hügel sehen und dahinter die Klippen, die sich den Wellen entgegenstellten, die ihrerseits im Schein des aufgehenden Mondes glitzerten. Allmählich, kaum wahrnehmbar, setzte eine unheimliche Veränderung ein,
und sie verwandelte die Szene vor meinen Augen. Zunächst verwischten die Umrisse der alten Häuser und wurden immer undeutlicher. Nach einiger Zeit verschwanden sie völlig und wurden ersetzt durch andere, sehr veränderte Bilder, die darüber gelegt zu sein schienen, als handle es sich um irgendeinen mysteriösen Zauber. Die alten Häuser, von denen die meisten aus der Zeit Elizabeths datierten und die aufgrund ihres Alters und einer langjährigen Vernachlässigung zu zerfallen begannen, schienen wie neu, als hätte man sie verjüngt. Die Straße aus glänzendem Kopfsteinpflaster wurde nach und nach ersetzt durch einen verschlungenen Pfad, der mit Glimmer bedeckt war. Und die abgeflachten Hügel und zerklüfteten Klippen hinter der Stadt von Northam veränderten sich ebenfalls, langsam und in minimalen Stufen, in eine an Reißzähne erinnernde Reihe von Steinspitzen, so schroff und von Wind und Regen unbeeinflusst, wie es auch die Berge auf dem Mond sein müssen. Jenseits der nadelgleichen Spitzen aus nacktem Gestein schlugen nicht länger die Wogen der See. An ihrer Stelle kochte und rauchte ein gärender und bösartiger schwarzer Rauch, anscheinend schwerer als die Luft, und funkelte im flüchtigen Schein seltsamer und ungewohnter Farbtöne, denen ich keinen Namen zu geben vermochte. Der Mond war längst vom Firmament verschwunden, das sich von einem unergründlichen Schwarz in eine fremdartige Schattierung aufblitzenden Purpurs verwandelt hatte, indem nun ein Mond nach dem anderen aus leuchtendem Perlmutt und blassem Opal trieb. Im Schein der wandernden Strahlen der zahlreichen Monde nahm ich wahr, dass es auf dem glimmerbedeckten Pfad, der bis dahin leer gewesen war, nun von seltsamen und schattenhaften Gestalten wimmelte, die Kleidung aus vielen Ländern und lange vergangenen Zeiten trugen. Hier schritt ein Soldat in bronzenen Beinschienen und mit dem gleichfarbigen Brustpanzer eines römischen Legionärs, an seiner Seite eine würdevolle Gestalt in einer Kleidung aus schlichtem Wollstoff und mit spitzem Hut wie ein Puritaner-Theologe, ein schlurfender Orientale in mandarinfarbene Gewänder aus schimmernder Seide mit Strähnen strohblondem Haars und Beinkleidern, die mit Riemen gehalten wurden. Dunkelgesichtige Individuen schritten auf dem glitzernden Pfad vorbei, einen Turban auf dem Kopf, die unteren Gliedmaßen gekleidet in ausladende Pantalons, einen Krummsäbel zwischen Schärpe und Kummerbund gesteckt. Während ich mich in den Bann schlagen ließ von diesen fantastischen Spaziergängern, die aus jeder Nation und Epoche zu stammen schienen, wurde mir allmählich bewusst, dass sie von anderen begleitet wurden, schattenartig und nur vage erkennbar. Seltsame, ausgemergelte, nackte Gestalten mit Schnäbeln und gefalteten, mit Haut überzogenen Flügeln, die an chinesische Fächer erinnerten. Etwas war außergewöhnlich an diesen anderen, etwas, das es mir äußerst schwierig machte, die Einzelheiten ihrer Fremdartigkeit zu erkennen, so als ob die Materie, aus der sich ihre Körper zusammensetzten, dem Licht der vielen schillernden Monde trotzte. Oder als ob meine Sehorgane zu grob waren, um ihre Züge klar und deutlich auszumachen. Diese unheimliche Menge schien auf ein gemeinsames Ziel zuzustreben, als sei sie auf einem namenlosen Bußgang, dessen Grund mir nicht bekannt war. Jedoch wurde mir auf eine unbehagliche Weise klar, dass das Ziel ihrer Bußprozession eben jenes Schloss war, in dessen Turmkammer ich thronte, oder welch bizarres und unvorstellbares Bauwerk sich an der gleichen Position in dieser alternativen Realität oder unheimlichen, unirdischen Dimension befinden mochte. Erst da entsann ich mich dieser Grüfte, die den Gerüchten nach tief unter dem untersten Keller von Northam Keep existieren sollten, jene Höhlen, geschaffen von unbekannter Hand, lange bevor die Geschichte ihren Lauf nahm, Höhlen, die irgendeinem mir unbekannten, geheimnisvollen und verborgenen Zweck dienten. Das Gefühl der Beunruhigung, das mich an diesem Punkt überkam, konnte ich nicht erklären, doch es genügte, um meine Gelassenheit in einem solchen Maße zu stören, dass die Vision verschwamm und verschwand. Die seltsamen neuen Häuser und die glimmerbedeckten Pfade und auch die scharfen Spitzen der nackten Felsen wurden durch ihre bekannten und vertrauten Pendants dieser Ebene ersetzt. Das Schlagen der großen Glocke hatte aufgehört, und ich wechselte aus meinem einer Trance ähnlichen Zustand in eine taube und schläfrige Wahrnehmung meiner Umgebung, ohne sicher zu sein, ob ich die ganze Zeit über wach gewesen war oder ob ich mich in einem von Drogen hervorgerufenen Traum befunden hatte. Nacht für Nacht wiederholte ich das Experiment, und bei jedem Mal entdeckte ich zu meiner Freude
und zu meinem Erstaunen etwas, was mir zuvor in der unirdischen Landschaft nicht aufgefallen war. Dort, wo knorrige und alte Eichen hinter dem Dorf standen, wuchsen in meiner Vision monströse, schwammartige Gewächse mit obszönen, nickenden Knollenköpfen, alle gestreift, gefleckt oder gesprenkelt, in verdrießlichem Karmesinrot, fiebrigem Orange, finsterem Purpur oder bösartigem und giftigem Grün. Jenseits dieses Pilzhains nahm ich ungewöhnliche gekrümmte Bäume wahr, deren geschlängelte Stämme sich mit ungesunder Vitalität wie wallende Vipern wanden, als wollten sie nach den fahlen, leprösen Monden greifen. Die zogen an einem purpurnen Himmel vorüber, an dem Sterne in sonderlichen Ausrichtungen aufflammten und flackerten, sehr fremd im Vergleich zu den Konstellationen am Himmel über unserer Erde. Einmal erhaschte ich in weiter Ferne auf jener See aus wabernden Dämpfen ein imposantes Schiff mit Segeln aus funkelndem, üppigen Tuch, so ganz anders als jedes Schiff, das jemals auf unseren irdischen Meeren gefahren ist, als deute es auf Häfen jenseits des Mondes hin, als habe es die unvorstellbaren Abgründe des Weltalls bereist. In jeder dieser nächtlichen Visionen waren die glitzernden Pfade voll mit einer kunterbunten Horde von Pilgern, ausgewählt aus jeder Ära und jeder Nation. Druidenpriester in düsteren Roben, einen Kranz aus Eichenblättern um den Kopf gelegt, die goldene Sichel in der Hand. Jäger aus der Cro-Magnon-Epoche waren in haarige Bärenfelle gewickelt und sie hielten in ihren Händen lange Speere mit Steinspitzen. Ich sah skythische Bogenschützen und schmächtige Perser mit kegelförmigem Kopfschmuck, halbnackte wilde Pikten, große Normannen in funkelnden Kettenpanzern, die zur Hälfte von langen, mit scharlachroten Wappen geschmückten Überröcken bedeckt wurden, und stets wandelten zwischen diesen vertrauteren Gestalten, die einem Geschichtsbuch entstiegen zu sein schienen, jene hageren und plumpen anderen, die keine Ähnlichkeit zu irgendwelchen irdischen Lebensformen aufwiesen, sondern grässliche Hybriden, die das Aussehen von Mensch und Bestie, Echse und Insekt in ihrer Person vereinten. Und jedes Mal, wenn ich das Ritual der Glocke wiederholte, schien es mir, als sei meine Fähigkeit, diese anderen wahrzunehmen, geringfügig gesteigert, bis ich schließlich ihre fremdartige Anatomie erblicken konnte, die aus den verschiedensten Biologien überirdischer Sphären entsprungen sein musste, so klar und deutlich, wie ich sie jetzt gerade sehe. Aber erst bei der 11. Wiederholung des Experiments ereignete sich etwas, was mich veranlasste, eine Pause einzulegen und das eisige Schrecken in meine Seele trieb. Ich hatte mich aus dem Turmfenster gelehnt, um mit verzücktem und fasziniertem Blick auf die wogende Menge zu blicken, als einer der anderen, ein schwerfälliges und unbeholfenes, viehisches Ding, dessen schwammige Korpulenz abscheulich übersät war mit geschwollenen und abnormen Wucherungen, die wie rudimentäre Tentakel oder gestutzte Rüssel aussahen, in seiner watschelnden Bewegung innehielt und seinen flachstirnigen und vieläugigen Kopf in den Himmel richtete und mir direkt in die Augen starrte. Ich schreckte zurück vom Fenster, bis in mein Herz erschüttert von einer plötzlichen und namenlosen Angst. Doch Angst vor was, das vermochte ich nicht zu sagen. Ich kehrte zitternd in den großen, geschnitzten Stuhl zurück, auf dem ich mich zusammenkauerte. Das Schlagen der alten Silberglocke war verstummt und eine angespannte, unheimliche Stille lastete auf dem Zimmer, während diese leprösen Monde die grenzenlose Landschaft dieser unheimlichen und wunderbaren und zugleich schrecklichen Welt außerhalb meiner Turmkammer in kaltes und perlmuttfarbenes Licht tauchten. Dann erinnerte ich mich mit Grausen an die warnenden Worte, mit denen Abdul al-Hazret seinen Text beendet hatte. Jene Passage, auf die der angebliche Hexenmeister, also mein Ur-Urgroßvater, meine Aufmerksamkeit gelenkt hatte. Doch hüte man sich, die Anwendung dieser Methode gar zu übertreiben. Denn er, der hinüberblickt, kann bei Zeiten auch gesehen werden von jenen, die in dieser Sphäre existieren. Hatte ich wirklich meine Experimente über die empfohlene Grenze hinaus betrieben? Ich wusste nicht, ob es stimmte oder nicht, doch ich beschloss, nicht länger den Drogentrank zu mir zu nehmen und mich auch nicht dem Schlagen der Glocke auszusetzen. Anfangs konnte ich jedoch meine Neugierde nicht bändigen, welchem Zweck die überweltliche und zeitendurchdringende nächtliche Pilgerreise diente, die ich so viele Male beobachtet hatte und welche die Wanderer in die Grüfte oder die Höhlen unter den Grundfesten von Northam Keep führte, in jene Grüfte und Höhlen, die sich auf so unerklärliche Weise
unzählige Dekaden und Generationen und Jahrhunderte lang jedem Versuch widersetzt hatten, sie zu zerstören. So kam es, dass ich am nächsten Morgen, nachdem ich aus rastlosen Schlummern erwacht war, die von schemenhaften und halbvergessenen Träumen unterbrochen und unsäglich widerwärtig gemacht wurden, in den Keller unter dem Schloss hinabstieg, wo ich schließlich das versperrte und versiegelte Portal aus altem schwarzen Holz entdeckte, das seit Urzeiten seine Geheimnisse dem Wissen der Menschheit entzogen hatte. Der Schlüssel zu der Gruft war uralt und klobig, und Rost und Zerfall hatten die Schlösser angegriffen. Doch mit ein wenig Geduld konnte ich das Portal öffnen und weiter vorstoßen, während ich eine Öllampe hochhielt, um für ein wenig Beleuchtung zu sorgen. Das Alter der Gruft war nicht zu erahnen, da sie mit grobschlächtigen, primitiven Werkzeugen aus dem massiven Granit jener Klippe gehauen worden war, auf der meine fernen Vorfahren Northam Keep erbaut hatten. Und die Finsternis, von der sie erfüllt wurde, die seit Jahrhunderten nicht mehr den Segen des Lichts kannte, war höllisch und unergründlich. In den äußeren Kammern entdeckte ich die steinernen Grabstätten meiner Vorfahren, deren Daten in den Abgrund der Zeit weit und weiter zurückreichten, Generation um Generation. Doch nirgends in diesen Vorkammern konnte ich das Ziel oder den Schrein dieser mysteriösen Wallfahrt ausmachen, die ich in einer unauslöschlichen Nacht nach der anderen beobachtet hatte. Erst als ich zufällig die innerste Gruft entdeckte, stieß ich auf etwas, das sich als der Preis für meine Reise in die schreckliche Geschichte meines alten Geschlechts erwies. Jener große Sarg, der grobschlächtig aus schwarzem Basalt gehauen worden war und dessen schweren Deckel ich beiseite schob, um dann die Lampe hochzuhalten, so dass ich einen Blick hineinwerfen konnte. Einen schrecklichen Blick auf das, was die Zeit vor dem Auge und dem Wissen der Menschen gnädig verborgen hatte. Auf jenes ausgemergelte und glänzende fleischlose Ding, das sich in seinem eigenen stinkenden Schleim wand, dieses knochige und nackte und untote Ding, dessen totenschädelartiger und wimmernder Kopf sich plötzlich bewegte, um mit seinen blinden Augenhöhlen in meine Augen zu blicken. Jene glitschige, weiße, unreine Abnormität, deren Gesichtszüge ich mit einem übelkeiterregenden Gefühl des Wiedererkennens anstarrte, woraufhin ich aufschrie und die brennende Lampe aus meiner nervösen Hand gleiten ließ, so dass sie in den Sarkophag fiel und zersprang, wo sie die sich windende Monstrosität mit flüssigem Feuer tränkte, die wegen der quälenden Flamme kreischte und sich krümmte, aber weder verbrannte noch starb. Ich rannte panikerfüllt und schreiend aus dieser entsetzlichen Gruft tiefsten Schreckens und verschloss die schwerfälligen Portale mit zittrigen Händen hinter mir und floh dann stolpernd und schwankend über die Wendeltreppe in die Sicherheit und geistige Gesundheit der normalen, alltäglichen Welt. In jener Nacht warf ich das grauenhafte Necronomicon ins Kaminfeuer, und ebenso verbrannte ich die Papiere, die ich in der verfluchten Kammer im Turm gefunden hatte. Auch goss ich jeden Tropfen des abscheulichen Tranks in den Abfluss und schwor, niemals wieder meine Seele oder meine Gesundheit zu riskieren, um den Durst meiner Fantasie nach dieser düsteren, albtraumhaften Welt jenseits des Schleiers zu stillen. Am nächsten Tag, ich verzehrte mich danach, Menschen zu sehen und zu hören, verließ ich zum ersten Mal seit Wochen das Schloss und suchte den Pub in der Stadt auf, wo ich versuchte, meine unerträglichen Erinnerungen in starkem Bier und lärmender Gesellschaft zu ertränken. Von der Taverne aus machte ich mich auf meinen Heimweg, und soeben hatte ich den Fuß jenes Weges erreicht, der steil zu den Toren des Schlosses hinaufführt, als die Glocke in der Dorfkirche begann, die Stunde zu schlagen. Diese fürchterliche Musik, die auf so entsetzliche Weise dem monotonen Schlagen der schaurigen, finsteren Silberglocke glich, erschütterte mich bis aufs Mark. Ich war im Begriff, den Weg nach Northam Keep zu gehen, als ich plötzlich von einem unerklärlichen Schwindel erfasst wurde, so dass ich gezwungen war, in meinem Unwohlsein am nächsten Gebäude Halt zu suchen. Ich schloss meine Augen und versuchte, jener seltsamen Schwäche Herr zu werden, die von mir Besitz ergriffen hatte. Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich nach unten zu den Pflastersteinen unter meinen Füßen, erblickte aber nur pulverigen, glitzernden Glimmer. Von größter Angst erfüllt, sah ich mich mit verwirrtem, verständnislosem Blick um und bemerkte die merkwürdige Neuheit der alten, alten Häuser.
Ich sah in den Himmel und erblickte in den Tiefen eines unergründlichen Purpurs bleiche Monde aus geisterhaftem Opal, die spöttisch auf meine missliche Lage herabblickten. Rings um mich war eine große Menschenmenge sonderbar gekleideter Fremder unterwegs, die einem Ziel entgegenstrebte, das ich zu meinem Entsetzen kannte. Einer von ihnen, ein fleischiges und aufgedunsenes, leichenartiges Ding mit mehr Gliedmaßen, als es normal ist, wandte sich um und grinste mich direkt an. Meine Augen weiteten sich vor ungläubigem Entsetzen, und die ganze Zeit über ertönte die Glocke. Ich wusste, dass ich hoffnungslos und unrettbar in einer Verdammnis verloren war, die schauerlicher war als jede beliebige Bedrohung irdischer Herkunft. Noch in derselben Stunde verließ ich für immer das Schloss meiner Vorfahren und floh nach London. Ich schwor mir, niemals in diese Stätte des Schreckens zurückzukehren, in der ich übereilt und so unklug die absolute Blasphemie gewagt hatte, indem ich danach gestrebt hatte, jenen Schleier zu durchdringen, der unsere gesunde und irdische Sphäre von Regionen unvorstellbarer Abscheulichkeiten trennt, die dahinter liegen, zugleich aber auf erschreckende Weise zum Greifen nahe sind. Ich bin froh, dass ich das Necronomicon verbrannt habe, und Sie, junger Williams, sollten es mir nachmachen. Denn es gibt Dinge, welche die Menschheit nicht wissen sollte, und Anblicke dieser Abgründe, denen sich kein gesunder Mann aussetzen sollte. Ich erschrecke mich und kauere mich noch immer zusammen, wenn die Kirchenglocken zu schlagen beginnen, und stets sind meine Träume und jede wache Stunde erfüllt von diesem letzten Anblick in der Gruft, als das nicht sterben wollende Ding seinen fleischlosen Kopf mir zuwandte, um mich mit blinden Augen anzusehen. Ich sah und erkannte diese dichten Augenbrauen, diese vorspringenden Wangenknochen, den harten, kantigen Kiefer und die erheblich gebogene Nase. Die Merkmale, die durch die Erbfolge seit undenkbaren Zeiten und seit den Tagen meiner entferntesten Verwandten jedem einzelnen Mitglied meines Geschlechts aufgedrückt worden sind.